Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich stehe ja immer noch vor diesem Romeo. Ich habe mir aber was überlegt. Ich habe doch einen Haufen von diesen. Ich werde jetzt fett leveln gehen. Ich habe einen Haufen von diesen Ergo-Dingern. Zwei Dinge, die ich machen möchte, die ich probieren möchte. Einmal. Kriege ich irgendwo was her, womit ich die Waffe nochmal leveln kann? Hier gibt es noch einen Legionsstecker, da vielleicht mal Aegis bauen oder Aegis. Und dann habe ich doch. Hier, genau, diese Dinger. Physische Schadensreduktion. Ich block ja meistens. Da mal auf den dicksten gehen. Dann habe ich zwar eine Heavy Roll, aber. Und vielleicht ein anderes Amulett mal noch reinmachen. Genau, dieses auf jeden Fall. Puppenzerstörer. Dann hier physische Schadensreduktion. Und schauen, dass ich meine Waffe leveln kann. Also, erstmal gucken, was brauche ich für die Waffe. Also. Was brauche ich denn für Halbmondstein? Ja, den kriege ich ja nirgends, ne? Halbmondstein. Verkaufst du Halbmondsteine? Verkaufst du Halbmondsteine? Wäre natürlich auch noch eine Idee, vielleicht mal noch die Waffe, die fand ich am Anfang sehr, sehr gut, die mal noch hochzuleveln. Dafür brauche ich Dunkelmondstein, aber die kann ich dann auf maximal. Nee, okay. Nee, das lohnt nicht. So, okay, da können wir nichts, da kann ich nichts kaufen. Entschlossenheit und Technik. Entschlossenheit und Technik leveln. So, und die 5000, die behalten wir mal noch für den Notfall. Ich könnte natürlich jetzt auch noch meine 4000 einsammeln, die da rumliegen. Ich kann halt nur zwei Level machen, ne? Ja gut. Ist halt so. Dann gucken, ob ich Aegis bauen kann oder. Nee, nicht wechseln, herstellen. Jawohl. Du kannst nichts mehr kaufen. Ich verstehe nicht warum. Das habe ich noch nicht verstanden. Leistungsverstärker, Flammen, Legionsstärker. Weil ich benutze ja mein. Achso, warte mal. Moment. Wechseln. Und diese einbauen. So, und was ist beim Modifizieren? Ach so, ach hier geht das. Erlaubt Angriff beim Blocken? Ah. Kannst du mit der Fabeltaste parieren?
Aha. Erhöht die Reichweite. Erhöht die Reichweite. Ermöglicht das Bewegen. Okay, und dafür brauche ich dann zwei. Hm, verstehe. Wenn du einen Konter aus dem Block ausführst, kannst du einen stärkeren Angriff ausführen. Blockparade, kannst du eine Fabeltaste parieren. Das ist einfach nur ein erlaubter Waffenangriff beim Blocken. Okay. Das ist jetzt quasi... Ach, hier darf ich das nicht. Gut, genau. Dann... Hier das Schadensamulett. Das finde ich nicht schlecht, dass keine verbraucht wird. Da bleiben wir bei. Und hier den schwersten. Mei, ist halt so. Dass das so ein schwerer wird jetzt. Ich probier's. Gut. So probiere ich es jetzt nochmal. Oh, mir graust es ein wenig davor, mal auch gerade hinsetzen, dass der Rücken passt. Aber oh, ich laufe halt auch langsamer damit. Das ist ja verrückt. Das ist schon krass. Wie viel das ausmacht, ne? Aber wenn ich dadurch einfach viel weniger Schaden bekomme, das wäre schon schön. Vielleicht wähle ich dann auch irgendwann so ein Mittelding, aber jetzt aktuell probiere ich es mal mit dem schwersten. Wait, der hat durch Aegis Schaden bekommen. Oder? Vertue ich mich jetzt gerade. Ah, wenn das links unten aufgeladen ist, verstehe. Wow, ouch. Ah, da kommt noch mal einer hinterher. Ah, da muss ich halt blocken. Okay. Wow. Okay, den schweren muss ich mal probieren, ob ich den
ob ich den mit Aegis blocken kann. Autsch. Mist. Mist. Oh. Komm, ist gut jetzt. Oh, scheiße. Ich habe jetzt nicht wirklich wahrgenommen, dass ich weniger Schaden bekommen hätte durch diesen schweren Ring, den ich ausgerüstet habe. Wie weit kann ich denn gehen, um noch eine schnelle Rolle zu haben? Sehe ich das irgendwo? Etwas schwer. Etwas schwer ist okay. Okay. Dann kann ich ja den nehmen. Das passt noch. Gut, also Aegis wird auf jeden Fall hilfreich. Bin mal gespannt, ob ich einen schweren... Das ist halt kein Parieren, ne? Ob ich einen schweren Angriff damit machen kann. Blocken kann. Bisschen zu spät. Das ist immer mies, wenn das passiert. Oh oh. Weg, weg, weg. Okay. So, Aegis, it's your turn. Okay. Braucht er ein bisschen länger, um den hochzuhalten? Autsch. Ach, dammit. Du Ratte. Miese Nummer. Miese, miese Nummer, die ganze Sache hier. Aber ich bin froh, dass ich durch die erste Phase komplett
gut durchkommen mittlerweile. Aegis muss ich nochmal ordentlich probieren gegen Romeo dann in der zweiten Phase. Hoppla. Na, ich hab gedrückt, aber wohl anscheinend zu spät. Wieder zu spät gedrückt. Na, zu eins Schlag zu viel gewollt hier an der Stelle. Wow. Ach, warum block ich nicht? Ah, warum block ich nicht, wenn er rot wird? Ausweichen hilft ja nicht. Ausweichen hilft ja nicht. Er ist so riesig, dass ich kaum ausweichen kann. Zu spät, glaube ich, Egg ist zu spät hochgehalten. Come on. Shit. What? Okay. Er kann anscheinend auch blocken. Mist. Ja, das war's halt. Und seine Waffe geht und geht nicht kaputt. Wie oft muss ich denn noch perfekt blocken, damit diese dämliche Waffe kaputt geht? Eieieiei. Also Aegis dauert einen Moment, einen kurzen Moment, bis sie... Bis er sie hochhält. Der Block ist nicht ganz so schnell wie mein normaler Waffenblock. Aber dafür hält er den, glaube ich, auch länger. Und der macht dann auch Schaden.
Was richtig cool ist eigentlich. Oh, aua. Oh nein. Bin ich hier? Okay, jetzt bin ich das erste Mal hier runtergefallen. Ach, guck mal. Hier unten ist, ja, schau mal an. Hallo. Sie ging durch die Tür. Es ist Zeit, die wahre Bedeutung der drei Säulen zu verstehen. Hm, okay. Strahlungskonverter. Moment, ist das nicht ein Teil, den ich... Ist das nicht irgendwie ein Ausrüstungsteil? Strahlungskonverter. Hier. Okay, aktuell habe ich physische... Ist ein bisschen teurer. Feuerschadensreduktion. Das bringt mir natürlich viel für den. Hier und dann den. Und dann bin ich aber schwer. Dafür kann ich aber hier... Oh. Ja, dann gehe ich da wieder auf den leichten. Cool. Da ist eine Kiste. Komme ich natürlich jetzt nicht hin. Was geht hier unten noch so? Will ich jetzt darauf? Nee, ich will erstmal nach da hinten gucken. Ach, schau mal. Hier komme ich wieder. Okay. Unglaubliche Venini-Sammlung. Ah, Polendinas Laden erweitern. Ah, das ist gut. Das ist eine gute Sache. Wie komme ich denn hier nochmal nach oben jetzt? Habe ich nicht... Kann ich nicht irgendwie zurück? Habe ich irgendwas, womit ich einfach zurück zum Stargazer kann? So wie in Dark Souls? Beschützt bei Treffer vorübergehend des Todes, ergo? Nee. Wurfobjekt? Nee, sieht nicht so aus. Charaktertod. Ins Hotel oder zur letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Let's go. So, dann erweitern wir mal den Laden und schauen mal, ob er mir danach einen Halbmond verkaufen kann. Nee, Polendina? Was? Ich will dir das Ding geben. Ich hab doch hier so ein... Wo ist es? Hä? Da. Pulcinella. Achso, warte, ist das der falsche? Ist das nicht Polendina? Das andere ist Pulcinella, ne? Ach Gott, was die Namen hier. Ah ja.
Waren hinzufügen. Jawohl. Jawohl. Ja. Okay. Kadaver hinzugefügt wird. Wow. Ein Dolch. Ja, ein bisschen Panzerungszeug. Kurbeln. Elektroblitzschleifstein. Okay. Leider nein. Ah ja, genau. Ich habe jetzt ja noch einen Quarz. Warte, was war hier noch? Da war doch noch irgendein Quarz. Ein Legionkaliber, genau, das ging nicht. Griff-Upgrade. Ach so, genau. Ah, Moment, das kann ich ja noch machen. Ich sollte mal die Griffe upgraden. Moment. Kann ich das hier? Griff ändern, Waffe verbessern. Ich will aber eine Klinge, Waffe. Kann ich das dann hier bei dem? Hier an der... In welcher Maschine kann ich... Hier vielleicht? Legionswaffe? Nee. Hä, verbessert er mir die Griffe? Nee. Sammlerstücke schätzen. Okay, kaufen. Nee, er verbessert mir die doch nicht. Wie verbessere ich denn einen Griff? Mache ich das am Stargazer? Nee. Hä? Wait. Zerstören. Fortschritt, Einstellung des Waffengriffs wieder her. Fortschritt, Technik, Entschlossenheit. Ja, will ich machen. Griff ändern. Ah. Ah, okay, dann ist, aber das ist gerade egal. Dann hätte ich mehr auf eine Ding leveln müssen. Verstehe. Ah, okay. Ja, Griff ändern heißt die ganze Sache. Und hier kann ich das erhöhen. Jetzt habe ich aber so gelevelt, dass ich beides habe. Technik und Entschlossenheit. Und das ist natürlich, dann bringt mir gar nichts. Schätze ich mal. Ja, physischer Angriff geht runter. So, dann zum Quarz. Ah, das hätte ich mir vorher mal ein bisschen genauer angucken können. Blöd. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Kann ich das zurücksetzen? Kann ich mein Level zurücksetzen und neu skillen? Hm. Naja, bauen wir mal das Gar Quartz ein. Was gibt's hier? Erhöht die Anzahl an ausrüstbaren Slots am Amulett. Ja, okay. Was haben wir hier noch? Würfel? Nee. Oh, okay. Wertet den Wiederherstellungseffekt von Pulszellen auf? Ja. Erhöht die Anzahl der ausrüstbaren Slots am Gürtel? Nee. Münzen? Nee. Wenn dann das. Was ist hier unten noch? Erhöht die maximale Anzahl an Fabelslots. Ja, warum nicht? Legion-Magazin. Wertet den Ladeeffekt. Ladeeffekt. Goldmünzenfrucht erhöht das Ergo nach Besiegen eines Feindes. Nee. Wertet den Effekt auf. Verringert den Ergo-Verlust von Treffern, wenn es noch wiederherstellbar ist. Nee. Erhöht die Effektdauer. Wurfobjekt Besitzlimit erhöhen. Verbrauchsgüter, Legionsmagazin, Effekt aufwerten. Das ist nur von dem Magazin. Also hier kann ich keins. Das vielleicht. Pulszellenladung für tödliche Angriffe.
Weiß ich nicht. Verringert den erlittenen Schaden, wenn Pulszellen entladen sind. Das ist natürlich... Verringert. Okay, das muss ich... das muss ich machen. Schaden bei Entladung verringern. Aber ich nehme jetzt einfach mal Schaden bei Entladung verringern 2. Oh, jetzt sind die freigeschaltet. Auch nice. Amulettslot. Perfekter Block verursacht Steifheit. Bericht die feindliche Haltung, wenn perfekter Block erfolgreich war. Könnte auch hilfreich sein. Ja, das ist natürlich auch was. Mehr Fabelslots. Gut, aber erstmal sollte ich, glaube ich... Ah ne, das ist ja dann wurscht. Dann kann ich direkt hier drauf gehen. Aber das ist jetzt alles noch kein Thema. Neuer Versuch. Vor allem, wenn ich da die Entschlossenheit auf A hätte hochleveln können. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Vor allem habe ich ja, glaube ich, die hier Entschlossenheit B, da hätte ich noch mal höher gehen können. Und hier ist auch Entschlossenheit B und dann mit der noch Entschlossenheit, dann hätte ich, dann könnte ich, warte, Moment, 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 kann ich mich neu leveln? Kann ich mich bei ihr neu leveln? Dann voll auf Entschlossenheit gehen? Ich meine, Technik bringt mir ja bestimmt auch irgendwas. Was bringt mir denn Technik? Sehe ich hier jetzt gar nicht. Schade. Verringern, erhöhen, schließen, Stufenaufstieg. Verringern kann ich nicht mehr. Was bringt denn Technik? Macht genau das Gleiche wie Entschlossenheit. Ja, schade. Das wäre natürlich jetzt... Das heißt, ich werde in Zukunft mal ein bisschen Entschlossenheit leveln. Und dann die Waffen alle auf Entschlossenheit ändern. Na gut. So, auf geht's zum Boss wieder. Bisschen weitermachen. Yep. Let's go. Das muss doch jetzt langsam mal drin sein. Ich bin ja schon echt gut. Ich habe nur nicht 100% die Timings beim Romeo. Ich glaube, ich bin kurz davor, seine Waffe kaputt zu machen. Ich habe halt keine Lust, gegen seine Feuerwaffe zu kämpfen. Deswegen versuche ich, sie kaputt zu machen. Und es sieht wirklich so aus, als würde sie kaputt gehen. Sie muss kaputt gehen. Und jetzt mit Aegis. Bisschen mehr gelevelt. Dem Feuerschaden, der Feuerschadensreduktion. Müsste doch alles drin sein. Das war dumm von mir. Ich dachte, es kommt vielleicht der Dreher. Aber es kam nicht der Dreher. Ach, come on. Ärgerlich.
Ah, Mist, nicht rechtzeitig geblockt. Ups. Nee, ich komm nicht ran. Ich steck fest. Alter Schwede. Okay. Dann halt so. Nein, diese Attacke ist so eine dumme Dreckskacke, ey. Ich drück dann immer blocken und denk, ja, geblockt, nein, ach, er zieht mich nach vorne, nein, um auszuweichen ist es zu spät, ach, kacke, Damage, bam, da kommt der nächste Schlag, duft tot. Da ist in meinem Kopf einfach noch so viel los, wenn das passiert. Wenn er mich rannimmt. Ach, come on. Wie sehr ich es hasse, wenn mein schwerer Schlag da nicht durchgeht. Das ist sehr ärgerlich. Ich muss da blocken. Und ich vergesse es jedes Mal. Spät gedrückt, aber ich wusste, dass der zweite kommt. Er drückt mich in sein Ding rein, ey. Na. Okay, ey. Okay, Aegis funktioniert gegen den Schweren. Oh, viel hat die Waffe nicht mehr. Fuck. Schon wieder der, ey. Come on. Gibt's nicht. Nein, ich wollte mich gerade noch heilen. Aber
Ja, es sieht ja schon echt nicht schlecht aus gegen ihn. Ich habe nur Angst. Ich mache nicht so viel Schaden, weil ich Angst habe vor seinen Feuerangriffen. Wenn ich dann auch noch überhitze. Wahrscheinlich hätte ich in einem Lucky Shot, wenn ich es probiert hätte, ihn schon mal killen können. Aber irgendwie habe ich auch einfach Lust, seine Waffe kaputt zu machen mittlerweile. Weil ich im Blocken einfach schon relativ gut geworden bin. Ach, Mist. Das ist so ärgerlich. Das ist einfach, das ist so mies. Da wollte ich's wissen. Nee, in diese Dinger wieder rein. Ja, jetzt habe ich schon kaum Heilung mehr, ne? Ey, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt. Okay, jetzt war's zu spät anscheinend. Ha. Na bitte, endlich.
Cheat. Bisschen rennen. Wow, was ist das? Holy. Okay, gegen den Flugangriff brauche ich Aegis. Da brauche ich Aegis gegen. Ich weiß immer noch nicht, was die richtige Aussprache ist. Ich denke Aegis. Sag aber trotzdem immer Aegis. Ich weiß nicht warum. Ja, wenn ich ein bisschen besser durch die erste Phase durchkomme, gerade eben war es nicht so gut. Ich kriege ihn ja schon, also das ist, läuft ja schon echt gut. Ich glaube, ich will einfach ein bisschen zu viel Blockerei. Ah, da kam er schneller als erwartet. Diesmal nehme ich den Schaden nicht mit. Ups, aber dafür den. Zu spät, echt? Aua. Einen Schlag zu viel gewollt. Den schnellen aufgeladenen Angriff hier gemacht, um dem am Ende zu bereiten. Fuck, ich krieg's einfach nicht hin. Ich hab mehr Zeit, ich hab Zeit. Immer mit der Ruhe. Ah, Mist. Ich wollte irgendwie versuchen, dass ich meine Heilung aufladen kann. Ah, es läuft mittlerweile ja schon relativ gut. Auch gegen Phase 2, aber ein kleines bisschen fehlt noch. Der erste Versuch heute war wieder super und ich glaube, ich bin dann am Overthinken, ich denke zu viel drüber nach.
Ich denke einfach zu viel drüber nach, wann ich verteidigen muss. Dabei hat es im ersten Versuch heute schon sehr gut funktioniert und dann irgendwie nicht mehr. Ach, come on. Das ist so mies. Dass da der Schwere nicht mehr reinzählt. Einfach nur gemein. Einfach nur gemein. Ey, come on. Lass mich doch... Ey, ach. Dass das die Zeitfenster in der zweiten Hälfte der ersten Phase... Mein Gott, das ist so ätzend zu sagen. Ich sag einfach Phase 2. Für mich hat der 4 Phasen, der Kollege. Ihr wisst dann, was ich meine. Die zweite Hälfte der ersten Phase ist Phase 2. Fertig. Ah ja, ouch. Oh. Na gut. Ging gerade noch mal gut. Ja, wusste ich, dass das kommt. Aus irgendeinem Grund wusste ich Bescheid. Ich dachte, da kommt ein anderer. Ach ja, da kommt ja noch einer rückwärts. So ein Mist. Na bitte, geht doch. Ticken zu früh, die letzten beiden. Miese, miese Ratte. Ja, das war super unnötig. Ha 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 ha.
Ja, den Angriff kann ich dann auch nicht mehr abbrechen. Komm schon. Ja, ja, nice. Jetzt gibt's aufs Maul. Du Ratte. Shit. Huch, knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Yes, ich wusste es, wenn seine Waffe kaputt geht, kriege ich ihn. Ah. Huh. Endlich. Ah. Wow. Let's go backstage. Und weiter. Wow. Oh. Ganz schön eng hinten raus noch, aber es hat funktioniert. Storytime. Boah. Gut. Aegis hat geholfen. Hey, was ist hier los? Er ist weg. Ich möchte dir etwas sagen, Geppettos Puppe. Bitte komm in den Hotelgarten auf dem Weg zu Elysion irgendwas. Antonias Zustand verschlechtert sich. Okay. Okay. So, Entschlossenheit.
So, der will mir irgendwas im Garten erzählen. Dann hat, glaube ich, die Antonia noch was zu sagen. Ja. Ah, du siehst nicht gut aus, alte Dame. Diese Sonnenbrille und der Hut. You. Come closer, won't you? When you reach a certain age, it's a comfort to reflect on old memories. That's a portrait of me when I was young. Ja, davon bin ich ausgegangen. I was so feisty, so fearless back then. I loved the world, and the world loved me back. The passion of those days is long gone. But I still dream of those memories. I'm curious what your young eyes see. Is there any resemblance between me and that? Ja klar. Das ist mir gleich am Anfang aufgefallen. Natürlich. It seems Geppetto even taught you good manners. Yes, those beautiful memories are still vivid in my mind. Time. Time and the memories that fill it are all we have. I hope you're making some good memories of your own. It may be a comfort to you someday. Ja, doch. Doch, doch. Das Ergo flüstert. Ich verstehe immer noch nicht, was das Ergo flüstert. Es ist vielleicht gar nicht so gut, dass ich am Lügen bin. Wer hatte jetzt hier noch was zu sagen? Mal kurz gucken. Es steht, glaube ich, dran, ne? Hier, ja, genau. Kollege, er hier. Oder? Bist du das auf dem Bild? I heard you defeated ja. The King of Puppets. Amazing. The puppets appear lost without their leader. They have no purpose, no focus. To think okay. One can have so much control through ergo waves. If we don't determine who or what is causing it, this could all happen again tomorrow. I fear I must call upon you again, my friend. Please gather records of the puppets' ergo waves while you're defeating them. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, und jetzt im Garten. Naja, hier wohl offensichtlich nicht. Moment, ich muss kurz in die Aufzeichnungen reinschauen. Wo sind sie, die Aufzeichnungen? Hier? Nein. Hier. Zeitschriften? Nein. Notizen. Ja. Ich möchte dir etwas sagen, Geppettos Puppe. Bitte komm in den Hotelgarten auf dem Weg zum Elysion Boulevard. Elysion Boulevard. Elysion Boulevard. Hey, hier hinten war ich, glaube ich, auch noch nicht dran. Ruhe für alle Reisenden, Glück für alle Freunde. Wie Glück für alle Besucher, okay. Elysion Boulevard. Elysion Boulevard. Erstmal zu dem Kumpel, weil der hat doch jetzt bestimmt noch mal was für mich. Nachdem ich... ausverkauft? Hallo, welche kann ich jetzt... Ich hab doch den Puppenkönig besiegt. Schade. Achso, da oben. Doch, Ergo eines weiß gebrannten Königs. Puppenreißer. Der ist auf Technik. Jetzt habe ich das andere. Okay, ah, hier kann ich. Triumvirat wie Amulett.
Fähigkeitsrang aller Legionswaffen plus 1. Ha. War natürlich auch nicht schlecht. Ja, diese Waffe, die er hatte, war natürlich cool. Aber fühle ich gerade nicht. Deswegen nehme ich mir das Ding mit. Ergo und Level habe ich genug. Ich bin noch auf der Suche jetzt. Wo geht's zum Elysium Boulevard? War ich da schon? Nehme mal schnell noch die... Früchtchen mit. Wo ist er? Hotelgarten. Zum Elysium Boulevard. Hier? Ah, da ist er. War ich hier noch gar nicht? Welcome, good sir. At last, we speak frankly instead of with professional reserve. I have something to confess. Something involving your unique perspective. I am a puppet whose ego has awoken. Okay. I don't know exactly why, and we need not dwell on the details. Instead, I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore Lady Antonia. It is a presumptuous feeling for a puppet to have, to be sure. I have no intention of putting myself forward, of course. However, I cannot watch her die. Okay. It's too painful. Thus, I need your unique perspective. You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? It exists indeed. An unbelievable love, to be sure. With a wedding ring as a symbol. I fear Der Verrückte. I'm trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. Ja, besser so. This is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that wisdom. Okay, und jetzt? Fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Ja. Serving her is my duty. The very reason I was created. Welcome to Hotel Kraft. Hast du irgendwelches neues Zeug für mich? Nope. Gut. Bin ich hier schon mal hinten rausgelaufen eigentlich? Wo komme ich jetzt hin? Ich glaube, ganz am Anfang, ne? Ging es hier in die Richtung. Ah, ja. Ja. Ganz am Anfang ging es hier in die Richtung. Jetzt laufe ich doch mal durch den Schein hier durch. Ich wollte doppelte Ladezeit vermeiden, deswegen bin ich jetzt zu diesem Stargazer gegangen, um mich... ...hierhin zu teleportieren und...
Das schließt eine YouTube-Folge ab an dieser Stelle. Ich habe es geschafft, den Puppenkönig zu besiegen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.